10.000 Euro an einem Tag. Ihr wollt wissen, wie es geht? Die beiden auch. Deswegen sind die beiden Leute bei mir im Video am Start. Der gute Kilian, der gute Sandro. Ihr kennt die Boys bestimmt schon mal gesehen. Sagt. Ist das jetzt dein Intro? Ja, das ist mein Intro. Sagt doch mal bitte Hallo. Hi. Du auch. Servus. Ach, war das jetzt ernsthaft das Intro? Kommt jetzt nicht dieses Yo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Kostja. Okay, nochmal für euch. Du kannst das ja dann. Yo Leute, was geht ab? Euer Kostja. Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Im heutigen Video gibt es ein Fashion Quiz und das Ganze geht wie immer nach einem kurzen Intro los. So Leute, ich heiße euch herzlich willkommen. Im heutigen Video gibt es ein Fashion Quiz und deswegen sind die beiden Kandidaten hier bei mir im Video heute am Start. Hinter der Kamera ist der gute Sergio. Sergio. Hallo. Hallo, man sieht ihn zwar nicht, aber vielleicht schneiden wir ihn nochmal rein oder ich blende euch einfach mal ein schönes Foto vom Sergio ein. Sergio wird uns heute Fragen stellen. Wir werden diese Fragen beantworten oder ich sag mal probieren zu beantworten. Und am Ende wird es einen Gewinner geben und einen Verlierer geben. Die Frage ist, wir haben jetzt noch nicht ausgemacht, was macht der Verlierer und was macht der Gewinner? Oder ja, was bekommt das Ding ist, also ich würde halt ohne Bestrafung machen, so, weil Bestrafungen halt eigentlich schon scheiße sind. Wollen wir sagen, der Verlierer muss sein Handy hergeben für eine Insta-Story? Also, dass die anderen beiden dann mit seinem Handy eine Insta-Story machen dürfen? Okay. Ja, okay. War zwar nicht der Deal, aber ich bin dabei, kein Thema. Ja. Okay. Dann machen wir das so. Und wir legen einfach mal los. Sergio wird die Fragen stellen. Wir kennen die Fragen natürlich nicht. Sergio hat sich die ausgedacht. Und wir hoffen einfach mal, dass die Fragen Qualität haben. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Welche Frisur ist von einem Indianerstamm abgeleitet? Fukuhila. Richtig, Fukuhila. So, Frage Nummer 1. Top Fashion Influencer 2018, männlich. Wer das ist? Ja. In Deutschland. Auf der weltweit. Okay. Weltweit. Ja. Bester männlicher Fashion Influencer 2018. Boah, krass. Okay. Seid ihr bereit? Bereit, okay. Auflösung? Ich will jetzt nicht meinen Namen lesen. Naja, ja, aber das ist Spaß. Spaß. Aber das müsst ihr eigentlich besser wissen als ich, so, oder? Ja, ist schwierig. Eine Ahnung. Ich habe auch eine Ahnung. Ich habe, glaube ich, mal irgendwo was gesehen. 3, 2, 1. Ich habe Tony Mahfood. Mariano Diwaiu. Roll, roll. Sandro hat gewonnen. Yeah, hey, Junge. Punkt für Sandro. Stark. Hast du geraten oder wusstest nee, du? Nee, ich habe geraten, aber ja. Frage Nummer 2. Wann wurde Supreme gegründet? In welchem Jahr? Boah, die ist gut eigentlich, ne? Also wenn man Supreme trägt, sollte man das schon wissen. Ich sag mal, wir gucken auch, wer am nächsten dran ist, der gewinnt dann, ne? Genau, der bekommt okay. Einen Punkt. Okay. Also genau Datum oder Jahr reicht? Nur das Jahr. Okay. Oh nee, Bruder, das ist... Der so 2015. Okay. Seid ihr bereit? Ja. 3, 2, 1. Ich hab 1970. 1980. 1984. Sandro ist am nächsten dran. Der ist gerade am Rechnen. Wann wurde es gegründet? 1994. 94? Okay. Ach krass. In New York. Stark. Okay. Ich hatte einfach gar keinen Plan. Kilian, das sieht schlecht aus für uns. Ja. Verdammt. In welchem Jahr wurde Off-White gegründet? Nochmal. Gegründet. Okay, halb Amerikaner, entschuldige das, sagen wir mal. In welchem Jahr wurde Off-White gegründet? Gegründet. Okay. Puh, das ist aber eine gute Frage. Mhm. Ich bin gerade am Schwanken. Ja. Okay. Okay. 3, 2, 1. Oh, ich hatte 2008. Sandro ist am nächsten dran. Schon wieder ich? Ja. Wann dann? 2012. Echt? Wie geht man ja. Aus? Was hast du 2015? Digga, das geht doch gar nicht. Das geht doch nicht. 2014 habe ich. Er hat doch in 2013 und so hat er noch Pyrex gemacht. Da gab es ja noch gar kein Off-White. 2012 also stand Off-White. Das ist falsch, aber ich google jetzt selber. Ja. Verdammt. Verdammt, Junge. 3-0, Jungs.
Soll ich mich mal eine Runde reinspielen lassen? Ja, das wird nichts. Oder ich brauche diesen einen Punkt am Ende. Also, weißt du, das reicht mir. Er geht davon aus, dass ich null mache. Okay. Nächste Frage. Wie viele Follower hat Nike auf Instagram? Boah, stark. Oh, da hast du deinen Punkt. Okay. Also die Haupt-Nike-Seite, ja? Ja. Du weißt es wahrscheinlich ganz genau, ne? Ich denke nicht. Ich bin halt, was das Schätzen angeht, bin ich halt jetzt nicht der Beste, weißt du, wie ich meine? Ich drehe auf meinem Kanal so Challenges nicht so häufig. Okay, dann gucken wir mal. 3. Okay. 2, 1. Risiko. Wie viel hast du, Costa? 5,7 Millionen. Boah, ich hab 12 Millionen. Sandro liegt richtig. Und zwar hat Nike 87,5 Millionen Follower. Ich habe hier 57 Millionen. Du hast eine Komma, 5,7. Nein. 5,7. Du Idiot, Junge. Geht ja was los mit uns, Junge. Seid ihr bereit für die nächste Frage? Ja. So, komm in die Gruppe. Wie viel Dollar hat der bestbezahlte Instagram-Post erhalten? Und Selena Gomez. Oh. Für ein Instagram-Posting, wie viel Cash die bekommen? Genau, für ein Post, wie viel die bekommen? Das ist wirklich eine gute Frage. Laut Google ist das der bestbezahlte Post. Ich weiß nicht, ob Cristiano Ronaldo vielleicht noch was. Für ein Posting. Ich gucke jetzt einfach, was Sandro macht und schreibt dasselbe. Ein Punkt muss ich holen. Okay. Warte. Ah, ich höre, Kilian hat geguckt und hat nochmal. Nein. Ah doch, komm, scheiß drauf. 3, 2, 1, 2,1 Millionen. 800.000 Dollar. Sandro, was ist das? 550.000 Dollar. Ich dachte, okay, du gehst immer höher. Und dann dachte ich, komm, 2,1 ist realistisch. Digga, das wird heute nichts mehr. Ja, Sandro führt 5-0, Junge. Das wird heute nichts mehr. Aber es ist egal, Costa, es geht jetzt eigentlich nur noch darum, wer von uns den ersten Punkt holt. Weißt du, was ich meine? Aber stell dir vor, ich hole jetzt noch 5. Ja. Eher unwahrscheinlich, ja. Das bestgelikte Bild 2018 hatte wie viele Likes? Boah, war das schon dieses Ei, Junge? Das ist jetzt die Frage, ne? Das bestgelikteste Foto 2018. Ich sag dir, ich hab's mir geschrieben. Ich hab eh keine Lust mehr zu schreiben. Aussichtslos heute. Boah, ich glaube, das Ding ist, bevor ich das jetzt aufdecke, ich glaube, ich bin ein bisschen zu hoch, ne? Aber es ist ja das beste Foto von dem ganzen Jahr auf ganz Instagram. Ja. Leider, dieses Ei war wirklich erst in 2019. Weißt du, wie viel das hatte, das Ei? Ich glaube 48 Millionen oder so, keine Ahnung. Ich meine auch mehr. Egal. Okay, Trion? Wie viel hast du? 16 Millionen. 80 Millionen? Ich habe 129 Millionen. Costa ist richtig. Das Bild hatte bis heute 18,7 Millionen Likes. Hey Junge, krieg ich einen extra Punkt, weil ich nah dran war, oder? Wie viel ist der Travis Scott Jordan im Resale wert? Der aktuelle? Ja. Ah, Kilian hat schon geguckt, der wollte den kaufen. Der wollte den Sneaker. Jetzt ist halt die Frage, ne? Ich hab also wo hast du geguckt? StockX. Ich schwör's euch auf alles. Heute habe ich noch auf StockX geguckt, aber ich hab's vergessen. Euro oder in Dollar? In Euro. Boah, das ist jetzt ekelhaft, ne? Ja, ich schwör's, ich hab heute noch geguckt, aber weil es mich nicht interessiert, habe ich das übersehen. Mm. Seid ihr soweit? Ja. Eins, zwei. Wie viel hast du? 600 Euro. 1200 bist du zu weit weg. Ich würde sagen, um die 799, 850. Costa hat gewonnen. 550, ne? Echt? 680 Euro. Oh ja, Mann, das ist der zweite Punkt und für Kilian sieht es schlechter und schlechter aus. Die Story wird schmecken. Digga, du hast noch 3 Punkte zu holen. Ja, also wenn jetzt Costa den nächsten macht. Wenn Sandro jetzt den Motor, mach mal den Motor wieder an, hol mal die nächsten 3 Punkte. Holen sie sich wieder. Spielt nicht im Team. Wann wurde Vans gegründet? Vans? Vans. Ach, Vans. Vans ist
sicherlich relativ neu. Bestimmt so 2002 oder so. Komm, Digga, jetzt alles auf. Alles auf. Ja. Okay, ich sag mal so: 1, 2 und 3. 1982. Also Sandro liegt richtig. Was hat es 1978? Sandro liegt nah dran, also am nächsten 1966. Boah, krass, Alter. Super. Aber es ist doch alles drin. Wir haben noch zwei Fragen. Du kannst noch den Ausgleich holen. Ja. Die Top-Modemarke 2018. Yeah, in welchem Bereich? Streetwear? Mode. Einfach allgemein. Da gelten alle Marken. 2018? Ja. Nach was wurde das beurteilt? Also nach Umsatz oder ich denke mal nach Hype, nach Trend? Wertvoll, nach Zahlen natürlich, nach Euro, Umsatz, Wert der Marke. Ich glaube, ich weiß es, aber ich weiß nicht. Echt? Ich würde es tippen, ja. Ich habe es auch irgendwo gelesen. Das ist nicht schwer. Also Gucci ist für mich... Komm, was sagt ihr? Was sagst du? Wir gehen mal da rein. Okay, ich sag Uniqlo. Asiatische Marke, asiatischer Markt, Riesenumsatz möglich. Glaube ich. Ach, Mode, ich habe in High Fashion wieder. Ich sag Gucci. Du hast, ach so. Nein, es zählen alle Modemarken. Alle Modemarken. Du hast schlau gemacht, Junge. Wir haben wieder nur auf Rollen. Guck, ich habe Balenciaga. Costa liegt richtig, das ist Gucci. Echt? Nee. Ich hatte es irgendwo gelesen. Nee. Komm in die Gruppe! Porsche Gamer, ey! Also Leute, der Punktestand ist jetzt wie folgt. Sandro ist der Gewinner. Ich bin auf Platz 2 mit 3 Punkten, was natürlich auch keinen interessiert. Wir haben auf jeden Fall einen Verlierer. Das ist der gute Kilian. Und, ich habe einen Kanal, auf dem es um Mode und Lifestyle geht und ich bin mit 0 Punkten rausgegangen. Stark. Vielleicht sollst du noch mal deine Themengebiete überarbeiten. Ja, das sind Schätzfragen, Bruder. Weißt ja, du ja, das? Ist doch eh nur Spaß. Deswegen, ich habe auch Glück gehabt mit den Dingern. Naja, darauf gibt es jetzt eine Story auf deinen Nacken. Was deswegen muss ich denn machen? Checkt auf jeden Fall von beiden die Instagram-Kanäle ab. Checkt auf jeden Fall auch meinen Instagram-Kanal ab, damit ihr auf jeden Fall immer up-to-date seid, was sowas angeht, damit ihr sowas auch nicht verpasst. Falls euch dieses Format gefallen hat, lasst auf jeden Fall der Sache einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr es gut fandet. Dann wird sowas auf jeden Fall nochmal wiederkommen auf diesem Kanal hier. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schaut auf jeden Fall noch bei Kilian vorbei. Dann, sorry, blenden wir jetzt hier ein, wie ja, ich machen musste. Ja. Moinsen, Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bräuchte mal ganz kurz eure Hilfe. Ihr wisst ja, bei mir läuft in letzter Zeit unnormal krass. So, YouTube läuft gut, eigene Modekollektion läuft gut und ich weiß einfach nicht, wohin mit meinem Geld. Und sagt mir mal, ob ich mir einen Rolli holen soll oder vielleicht doch lieber eine AP. Schaut das nächste Mal wieder vorbei, dann ist ein Gewinnspiegel. Ja. Costa Williams, Freunde. Wenn es wieder heißt, komm in die Gruppe. Nein, Leute, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Perfekt.